Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Mönchi, unentschieden hier im Nachholspiel bei Greuther Fürth. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Ja, ich denke mal, dass es heute kein gutes Spiel war von uns. Wir haben spielerisch einfach keinen Zugriff bekommen. Und ich denke mal, ja, mit dem Punkt, den müssen wir einfach mitnehmen. Zufrieden sind wir mit dem Spiel natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen sage ich, vor 7-8 Wochen hätten wir wahrscheinlich das Spiel noch verloren. Heute nehmen wir einen Punkt mit. Und ich denke mal, ja, mit dem sind wir nicht glücklich, aber zufrieden. Ja, ich denke, dass wir uns gerade nach der zweiten Halbzeit gegen Aue viel vorgenommen haben heute. Sind in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut ins Spiel gekommen. Hat so ein bisschen der Mut gefehlt, die Aktion schnell und mutig nach vorne zu spielen. Und in der zweiten Halbzeit dann war es schon deutlich besser. Ich denke, unterm Strich muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Ich denke, wichtig war, dass wir zu Null gespielt haben. Ja, ich glaube, es ist für das Selbstvertrauen auch sehr wichtig, dass wir auch mal wieder zu Null gespielt haben, wie du es gesagt hast. Wir hatten, wie gesagt, nicht so viele Chancen, haben aber auch, glaube ich, nicht so viel zugelassen, sodass das Unentschieden, glaube ich, in Ordnung geht. Und das nehmen wir jetzt in dieser intensiven englischen Woche auch gerne mit. Gerade nach der zweiten Halbzeit im Schacht hatte man gedacht, da geht noch was heute nach dem Wechsel. Warum habt ihr euch in der zweiten Halbzeit dann so schwer getan? Ja, ich glaube, wir haben alles versucht. Wir waren heute einfach nicht so zwingend, haben uns nicht so gut die Chance rausspielen können, haben dann teilweise auch die falsche Entscheidung getroffen, aber das passiert mal. Und dann, ja, wenn du nicht so viel Chance rausspielst, dann kann es halt auch passieren, dass du auch mal keins schießt. Aber wie gesagt, wichtig war, dass wir keins kassiert haben. Naja, ich denke, wir hatten schon die eine oder andere gute Möglichkeit, wenn wir mal schnell gespielt haben, mit wenig Kontakten nach vorne. Hat dann bei Erik wenig gefehlt. Auf der anderen Seite hatte Fürth noch einen Pfostenschuss, glaube ich. Aber ich denke, alles in allem war es schon recht ausgeglichen. Und von daher denke ich, geht es absolut in Ordnung. Ein rappelvoller Gästeblock zum Donnerstagabend. Die Fans haben euch nach dem Spiel Applaus gespendet. Ja, ich denke, die Fans haben auch gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit alles versucht haben. Und die Zweikämpfe angenommen haben, war schon ein sehr wildes Spiel mit vielen Fouls. Von daher ist es natürlich immer schön, wenn die Fans uns so zahlreich unterstützen. Und macht absolut Mut, vor allem weil du weißt, dass am Sonntag zu Hause gegen Union spielst und die Hütte da auch wieder voll sein wird. Und da werden die Karten dann nochmal neu gemischt. Ja, ich denke mal, welche Mannschaft kann jetzt irgendwie sagen am Donnerstag, dass der ganze Auswärtsblock voll ist? Also das ist überragend und ich denke mal, die haben uns nicht nur für heute gratuliert, auch vielleicht vom letzten Spiel, das nimmt man auch natürlich noch mit, die zweite Halbzeit. Ja, ein riesen Kompliment nicht, aber das ist schon krass und darauf kann man schon stolz sein. Jetzt wartet in ein paar Tagen schon das nächste Highlight mit Union Berlin zu Hause im ausverkauften Haus. Wie sehr freust du dich? Ja, natürlich sehr. Ist wieder ein Derby. Zu Hause wollen wir natürlich wieder alles rausholen. Jetzt geht es die nächsten Tage gut zu regenerieren und alle Kräfte zu bündeln und dass wir dann am Sonntag nochmal alles raushauen können. Wie kriegt ihr jetzt die Beine wieder locker bis Sonntag? Ja, ich denke, da hat jeder auch so seine eigenen Mittel. Wird nach wie vor viel nach jedem Spiel Regeneration gemacht. Es sind ja nicht ganz so viele Tage und dann schauen wir, was wir uns noch so einfallen lassen. Ich denke mir genauso, wie wir es jetzt gemacht haben. Ne? Morgen regenerieren, übermorgen halt ein bisschen trainieren und ich denke mal, für Sonntag sind wir dann wieder fit. Danke dir, alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön.